Heute auf jeden Fall wieder mit Brille, da mein GPS-Signal nicht funktioniert, wie erwartet. Haut irgendwie nicht hin. Der findet nicht, wo ich hier mich befinde. Ja, muss ich mich auf die Schilder heute verlassen, deswegen die Brille auch wieder. Sonst sehe ich nichts, ne? Bin ja auch so ein halber Blindfisch. Hoffen wir, dass alles gut geht und ich den Weg auch finde und mich nicht verlaufe. Aber selbst wenn, ja, laufe ich irgendwann querfeldein, bis ich eventuell den Berg runterfall. Ihr hört das und seht das wahrscheinlich. Leicht angeschlagen bin ich oben. Meine Fresse ist verbrannt von gestern. Es war nur ein bisschen Sonne, aber das hat schon ausgereicht. Wow, und ich komme jetzt hier schon in Atemnot. Das ist ein ganz schön steiler Anstieg, ey. Ja, ein bisschen kränklich höre ich mich auch an. Das liegt an dem Hotelzimmer. Das ist ganz, ganz trockene Luft. Ich habe heute Nacht vergessen, das Fenster aufzumachen. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen kratzigen Hals. Hier stehen drei Kreuze. Zwei aus Holz, eins aus Stein. Was es damit auf sich hat, kann ich euch nicht sagen. Ich habe mich vorher nicht darüber informiert. Ich gucke gleich nochmal in mein Heftchen rein. Da habe ich die Tour hierher. Das Heftchen habe ich beim Lidl gekauft. Dazu gab es dann gratis die App dazu. Aber wie ihr seht, funktioniert das nicht mit dem GPS-Signal. Zumindest hier in der Stadt selbst hat das gut funktioniert. Also ich will das jetzt nicht hier komplett schlecht machen. Ja, wir gehen jetzt weiter. Ja, es regnet. Auch im Paradies muss es mal regnen, sonst wachsen die Pflanzen auch nicht. Mich stürzt nicht. Hat eh jetzt nachgelassen. Ist nur noch so leicht Niesel. Ja, der Jogger eben. Abnormal. Ja, das sieht man jetzt nicht so gut auf Kamera, aber das geht hier ziemlich steil runter. Der hat den Zug drauf, der ist da so runtergelaufen. War mit Sicherheit ein Einheimischer. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte mich hier abgeledert bestimmt. Ich weiß nicht, der ein oder andere wird bestimmt im Gebirge leben von euch. Ist es leichter für jemanden, der im Gebirge lebt und das gewohnt ist, bergauf zu marschieren, als für jemanden, ja, der im Flachland wohnt, so wie ich? Fühlt sich so an, als hätte die Evolution bei mir da, was das angeht. Bergsteigen ein bisschen verhauen. Ne? Ist es leichter für euch, für die Leute, die im Gebirge leben? Um Schild nachzuurteilen. Das ist unser Wanderweg hier. Da daher die Alcudia. Da wollen wir aber nicht in den Trifugi. Ja, ich würde sagen, nehme ich einfach mal den Weg. Vielleicht ist das hier einfach nur so eine Abkürzung. Wobei der Weg natürlich interessanter jetzt gerade aussieht. Aber ich halte mich jetzt einfach mal ans Schild und auf hier weiter. Das wird schon richtig sein. Ich meine, so viele Wege gibt es hier auch nicht. Die werden wahrscheinlich alle nach oben führen. Gestern sind die Jungs und ich insgesamt 27 Kilometer marschiert. Zur Bucht selbst waren das nicht so viel. 3 oder 4 hin und das Ganze wieder zurück. Vielleicht auch mehr, vielleicht, weiß nicht, vielleicht haben wir da 10 oder so gemacht insgesamt. Weil wir noch ein bisschen hin und her gelaufen sind. Abseits der Wege. Und dann den kompletten Strand zurückmarschiert. Da die Busse auch wieder komplett voll waren und dann einfach weiterfahren. Gut, aber was soll der machen? Der Busfahrer, wenn der Bus voll ist, ist er voll. Auf jeden Fall, die 27 Kilometer, die liegen auch noch so leicht in den Knochen. Aber trotzdem durchziehen. Einfach durchziehen. Hier ist auf jeden Fall anspruchsvoller als das gestern. Definitiv. Das fetzt jetzt schon richtig. Puh.
Ich bin auch ganz schön am Ölen schon. Also das ist nicht der Regen, was mich so nass macht. Das ist mein Schweiß. Huiuiui. Hui, hui. Zum Glück habe ich ausgiebig gefrühstückt. Das mache ich sonst nie. Wenn man zu Hause ist, kennt ihr wahrscheinlich selber. So im Urlaub ist was anderes. Da wird für einen gekocht. Es sei denn, man macht jetzt ja, so einen Abenteuerurlaub. Schön Pfannkuchen, Rührei. Das gibt Kraft. Also durchhalten sollte ich das wohl auf jeden Fall. Ne? Wäre traurig, wenn nicht. Durch den Regen auf jeden Fall sieht das hier heute ein bisschen noch Dschungel aus. Nicht so, wie sich viele Mallorca dann so vorstellen. Ne? Dieses Strand und Sonne, bla bla bla. Hier sieht es jetzt nach Dschungel aus. Ist auch geil, oder? So schön abwechslungsreich. Und hier links von mir, weiß ich nicht, das sieht schon so aus, als wenn da oben die Spitze wäre. Oder wir da noch ganz hingehen. Ich glaube, wir gehen eh einmal so komplett rum, ne? Wow, das sind da noch ein paar Meter. Diese Tore und Leitern hier, was man hinter mir sieht, hat man hier auf Mallorca öfter. Dann klettert man einfach, das ist ein extra für Wanderer, darüber das Tor sitzt. Das Tor sitzt auf, keine Ahnung, wem man das offen gelassen hat. Aber im Normalfall darf man dann hier rüber klettern und einfach weiter. Das sieht man hier ziemlich oft. Also wenn ihr selber hier wandern geht und dann so ein Punkt ankommt, müsst ihr euch nichts überdenken. Einfach rüberklettern, die können auch größer sein, das hatte ich. Ja, als ich 2000, ist das mein Weg? Ja, ich folge den einfach mal den Weg. Als ich 2019 den Trockenmauerweg gelaufen bin, den GR221, 221, da waren auch ja, alle paar Kilometer eigentlich so eine Tore mit den kleinen Leitern oder so Tore, die dann so mini im Tor nochmal ein Tor. Wisst ihr, was ich meine? Lauf und da so muss man sich durchquetschen. Und da darf man sich nichts bei denken. Jo, zieht euch das rein. Wir haben schon einige Höhenmeter jetzt geschafft. Ich glaube, insgesamt machen wir heute in Anführungszeichen nur 440. Aber guckt euch das mal an. Das sieht so krass hoch aus. Oh, ich liebe ja diese Weitsicht. Einfach ein Traum. Einfach ein Traum. Und Leute, ich habe diesmal nicht das Stativ vergessen. Ein Glück. Dafür aber habe ich meine Trailrunning-Schuhe vergessen. Aber das ist egal. Das ist egal. Ich habe jetzt hier so Sportschuhe an. Damit geht das genauso gut. Noch ist der Weg ziemlich breit. Er soll wohl auch so ein paar schmale Passagen haben. Aber das geht trotzdem. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen. Solange die Sohle nicht komplett abgetreten ist, passt das. Boah, Mann, wieder so ein geiler Ausblick. Ein Traum hier. Ja, noch habe ich den Berg hier quasi für mich alleine. Bis auf den Jogger war da jetzt nichts. Aber unten ist auch eine Schulklasse ausgestiegen. Die dürften immer so leicht hinter mir sein. Ich muss mal gucken, dass ich zwischendurch, das dauert ja länger, wenn man filmt, das ganze Wandern. Man schafft dann irgendwie nur halb so viel, sage ich mal, von der Zeit. Ja, wenn man jetzt solche Aufnahmen macht und ich laufe und sabbel dabei, dann geht's schneller. Aber man will ja auch zwischendurch das Stativ mal aufstellen. Und ja, so Landschaftsbilder machen, wo ich dann auch vorbeigehe und so. Ein bisschen Abwechslung, aber ich will nicht unbedingt diese Schulklasse direkt im Nacken haben. Deswegen wollte ich jetzt ein bisschen schneller gehen am Anfang. Aber das trotzdem genießen. Ja, zur Ausrüstung sei gesagt, ich habe quasi gar keine Ausrüstung mit. Im Großen und Ganzen ist es meistens Quatsch, wenn wir ehrlich sind. Es reichen so ganz normale Klamotten. Gut, ein bisschen, wenn man jetzt so eine hautenge Jeans anhat, dann würde ich ja auch nicht lang marschieren. Also die Kleidung sollte schon angepasst werden, aber sonst so irgendwie die Ausrüstung, was man so mitschleppt, ist eigentlich übertrieben. Den Rucksack, ganz klar, der sollte gut sein. Schuhe sollten gut sein. Gute Wandersocken, aber sonst so, keine Ahnung, würde ich hier jetzt auch nichts mitnehmen. Auch Feuer machen oder sowas, alles Quatsch. Gerade im Ausland verzichte da drauf, wirklich. Ein bisschen Respekt und so vom Gastland sollte man haben. Und die haben auch ihre Gesetze und Regeln und daran sollte man sich dann halten.
Deswegen werde ich sowas nicht machen. Auch vom Zeitlichen her dauert das dann wieder viel zu lang. Oh Mann, die Platten sind ganz schön rutschig. Ja, also das nur kurz einmal angekratzt. Ausrüstung habe ich eigentlich gar nichts mit, bis auf meinen Rucksack. Und die Stirnlampe habe ich noch da drin. Falls wir irgendwo so eine kleine Höhle oder sowas sehen, dass ich mich da drinnen zumindest orientieren kann. Und sonst habe ich, glaube ich, echt nichts mit. Ich gucke nachher nochmal einen Rucksack. Ja, den Wanderführer habe ich noch einen mit. Dieses Büchlein, was ich beim Lidl geschossen habe, das hat zwischen 4 und 6 Euro gekostet. Nagelt mich da nicht fest. Das weiß ich nicht mehr zu 100%. Ihr kriegt diese App dann gratis dazu. Aber nur das Buch, was ihr da gekauft habt. Meins ist jetzt speziell Mallorca. Da gibt es auch noch für Deutschland jede Menge. Das könnt ihr dann freischalten, die ganzen Karten. Dann habt ihr die nochmal als GPS. In meinem Fall funktioniert es heute nicht. Ich gucke gleich nochmal rauf. Vielleicht funktioniert es mittlerweile. Ich weiß nicht, ob es am Handy liegt. Hier ist es jetzt heute auch wieder so. Du gehst 100 Meter, 200 Meter, denkst, Alter, sieht das Hammer aus. Dann gehst du wieder um die nächste Kurve und dann denkst, wow, das ist ja noch krasser. Und das hast du hier, ich weiß nicht, ständig alle paar hundert Meter ist das, dass man jedes Mal denkt, wow, krass, geil, krass, krass, krass. Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll oder worüber man sich am meisten freuen soll. Ich denke, die meisten kennen das auch. Es ist, ja, wie soll ich sagen? Mallorca ist nicht so weit weg, aber doch ist es irgendwie eine komplett andere Welt. Wie lange sind wir geflogen? 2 Stunden? 2 Stunden, 15 Minuten. So um den Dreh. Das ist irgendwie doch, ich sag mal, ein Katzensprung, in Anführungszeichen. Es ist nicht so weit weg, das ist auf jeden Fall alles machbar so, ne? Aber trotzdem eine ganz, ganz andere Welt. Also, man kommt sich vor, als wäre man, ich weiß nicht, auf einem anderen Kontinent. Das ist schon wirklich geil, einfach geil. Und ich behaupte einfach mal, dass die Videos hier auch nicht so geil rüberkommen, wie es in Wirklichkeit ist. Aber das ist allgemein immer so, was diese Naturaufnahmen und so angeht. Man muss wirklich davor stehen, dann kann man das erst richtig, richtig fühlen. Das ist was ganz anderes, wenn man davor steht oder dass hier auch läuft. Auch dieser Wanderweg hier, hier geht es nicht darum, irgendwie am Ende. Ah, da haben wir. Wir sind noch auf dem richtigen Weg. So, kurz unterbrochen. Es geht nicht darum, das gelaufen zu haben oder dieses Ziel am Ende zu haben, sondern das ist dann wirklich, der Weg ist das Ziel. Einfach jeden Meter hier genießen und glücklich sein darüber. Diese Momente könnt ihr euch nicht kaufen. Die kann euch keiner nehmen. Das ist unbezahlbar. Zona de Reserva, keine Ahnung, ist glaube ich. Militärgebiet, das soll hier auch irgendwo sein. Aber dass das jetzt schon kommt. Jetzt kommt hier auch ein richtig steiler Anstieg. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich jetzt mit den feuchten Steinen. Und den Dschungelpflanzen hier noch dazwischen. Eieiei. Hoffentlich verlaufe ich mich hier nicht. Jo, das wird nochmal richtig heftig. Das wird nochmal richtig heftig. Das ist echt glitschig. Ich rutsche zwischendurch immer aus. Ich liebe ja diese Wege. Aber die sind natürlich besser, wenn es nicht nass ist. Ja, ich werde das schon irgendwie schaffen. Ich hoffe, dass ich da hinten nicht falsch abgebogen bin, dass vielleicht da lang ging. Es ist immer schwierig. Hier in Spanien da sind die Wege nicht ganz so gut ausgeschildert. Aber jetzt wird es hier irgendwie schon krass auf jeden Fall. Ihr seht das, die Wege sind gefährlich. Im Normalfall würde ich sowas
auch nicht unbedingt empfehlen, das alleine zu laufen. Ich bin ja auch schon ein paar Mal weggerutscht. Wenn ich jetzt hier runterfalle, dann war es das mal. Dann ist vorbei. Hier ist ja auch keiner unterwegs, das hört mich keiner. Dann, ja, liege ich da unten irgendwo und krepiere wahrscheinlich. Aber trotzdem, das ist meine Fresse, das ist ein Ausblick hier. Da schlägt die Pumpe, da wirst du richtig glücklich, da fühlt man sich endlich wieder frei. Ich denke, jetzt kommt der Punkt, wo ich die Kamera erstmal wegpacke. Jetzt wird es wirklich heikel. Es wird immer schmaler, der Weg hier. Ausblick ist einfach der Wahnsinn, das ist ein Traum. Nur ein bisschen Schiss habe ich da vorne gleich hochzugehen. Das wird immer schmaler und schmaler, die Wege. Da vorne war jetzt eben wieder so ein Punkt, wo die Schilder waren. Talia di Alcudia ging einfach so eine Schlucht runter, wurde angezeigt. Ich habe da keinen Weg und nichts gefunden, also muss ich jetzt ein bisschen anders laufen. Ein anderer Weg, der hier jetzt lang führt, aber ich denke, es kommt auf selbe hinaus, wenn ich diesen Weg hier lang laufe, hoffe ich jedenfalls. Nicht, dass ich irgendwie komplett woanders lande, wo ich gar nicht hin wollte. Aber ja, die Schlucht, das war unmöglich. Da hätte ich ja runterklettern müssen, richtig, mit Kletterausrüstung. Aber dafür laufen wir jetzt hier fast am höchsten Punkt. Das ist, weiß nicht, 20 Meter. Da konnte man aber auch nicht wirklich hochklettern. Oh, mal eben aufpassen hier mit Kamera, ist immer gefährlich. Vorne haben wir wieder so einen Wegweiser. Der eine führt hier hoch, das wäre, wenn wir von der anderen Richtung kommen, nehme ich mal stark an. Und der andere führt hier lang, würde ich einfach mal behaupten. Dann darum. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Da unten wieder eine Ziege. Die nerven hier oben im Gebirge so ein bisschen, wenn die so penetrant aufdringlich sind. Ja, das sieht aber auch noch ein Weg aus, würde ich sagen. Das ist gar nicht mal so leicht. Eine regelmäßige Beschilderung. Gar nicht mal so leicht. GPS-Signal funktioniert nämlich gar nicht. Da brauche ich gar nicht mehr nachgucken. Zeigt mir nichts an. Ein Standort, wo ich da in der Stadt war der letzte. Findet keinen neuen. Mann, Mann, Mann. Da hat man immer so ein bisschen Schiss, dass man vielleicht falsch läuft. Hier gibt es ja nicht so viele Wege, Pfade oder was nach halbwegs Weg aussieht. Weil das sieht jetzt auch nicht unbedingt nach einem Weg aus, ne? würde ich jetzt sagen. Aber ist auch schwierig, ne? Hier in diesem krassen, karstigen Gebirge irgendwie einen vernünftigen Weg zu machen. Ich will auch gar nicht hier jammern oder motzen. Ne? Im Gegenteil, ich bin froh darüber, dass hier so eine wilden Wege sind. Seine ganzen Sinne muss man hier. Wow, anstrengend und sich konzentrieren, dass man sich hier nicht abledert. Das ist passiert.
Steck fest. Scheiße, blöd. Wer auch gerne auf Malle ist und wandern möchte, einen kleinen Abenteuerurlaub erleben möchte, hier in Alcudia ist es auch sehr geil zu wandern. Ich denke, das haben auch die wenigsten auf dem Schirm. Alcudia ist eher, der ist locker, der Stein, eher für seinen geilen Strand so bekannt. Und das hier ist auch direkt vor der Haustür von Alcudia. Boah, Alter, ey. Dann solltet ihr auch diesen Weg unbedingt nehmen, wer Bock auf Abenteuer, Wanderung hat. Ah, juhu, wir sind noch richtig, wie es aussieht. Sehr geil. Und wieder traumhafter Ausblick hier. Vorsicht, Vorsicht, rutschig. Ein traumhafter Ausblick, guckt euch das an. Bisschen windig hier oben und zügig, ne? Ein Traum. Scheiße, ey. Geil, einfach geil. Und wie es aussieht, dürfen wir jetzt hier dieses karstige Gelände entlang marschieren. Sehr schön. Und ihr seht das, ich habe mich jetzt langsam eingelaufen hier, bin ich mir so schwer am Atmen hier und am Keuchen. Und wie ich gesagt habe, die frische Meeresbergluft tut gut. Hals ist wieder frei, trockene Luft ist raus. Was gibt Schöneres? Ja, einfach nur ein Traum, Leute, wirklich. Es ist so, so geil. Und das ist etwas, was ich mir auch so selten gönne. Viel zu selten. Gut, jetzt so weit wegfliegen ist ja... Wow. Ist ja eh nicht immer drin. Aber trotzdem, das sollte ich viel, viel öfter machen. Ich sehe hier gar nichts mehr. So, das sollte ich viel, viel öfter machen. Auch vor der Haustür. Na gut, ich denke mal, verhältnismäßig zu anderen Leuten mache ich das sehr, sehr oft. Aber so richtig krasse Touren, das ist irgendwie... Eher mein Ding auch über mehrere Tage hinweg. Gut, dieses Mal nicht. Ich bin mit den Jungs in den Urlaub geflogen. Die haben jetzt keinen Bock unbedingt draußen hin zu schlafen. Manchmal schon, aber keine komplette Woche. Wir haben jetzt eine Woche gebucht. Und da muss man auch ein bisschen Kompromisse eingehen. Ich kann das auch nicht von den beiden verlangen. Jeder hat irgendwie andere Interessen. Dann bin ich da so ein bisschen die Kompromisse eingegangen. Und das Wetter ist jetzt auch nicht so geil, dass man... Ja, hier in den Bergen draußen schlafen kann. Es hat jetzt die letzte Nacht nur geregnet. Ist auch relativ frisch, sonst hätte ich auch wieder mega viel Gepäck mitnehmen müssen. Und meinen dicken Schlafsack. Eigentlich hatte ich ja für diesen Urlaub den Miwal Patrol geholt. Den habe ich auch zu Hause gelassen, wenn die Wettervorhersage bescheiden war. Ja, trotzdem, da mache ich heute die Tagesausflüge. Ja gut, gestern mit den Jungs zusammen. Aber das jetzt kann ich heute auch nicht von denen verlangen. Die wollten nach Palma ein bisschen sich die Stadt angucken. Und dann haben wir uns heute getrennt. Und ich gehe hier so eine krassere Wanderung. Die, die hätten das schon durchgezogen, die Jungs, aber wahrscheinlich auch mit ein bisschen Quengeln und Meckern. Ich komme definitiv nochmal wieder, denn ich habe den GR 221 damals nicht ganz geschafft. Ich habe mich da auch ein paar Mal verlaufen. Habe mich nur auf die Wegweiser verlassen und die Karte, die ich hatte, beziehungsweise das war so ein Büchlein, da stand das denn, wo es da angeblich genau lang geht. Ich habe mich verlaufen. Dreimal und das wirklich krass verlaufen.
muss ich da, ich weiß nicht, wo ich da war, auf einmal, dann muss ich da wieder erst rausfinden. Ja, und dann habe ich nicht so viel geschafft und da war ich auch nur eine Woche hier und plötzlich ja, war die Woche um, ne? Und ich musste zurückfliegen, also das muss ich auch nochmal nachholen und das werde ich dann vielleicht auch auf Kamera alles festhalten, je nachdem. Damals wollte ich das auch, aber die Kamera ist vielleicht auch ganz gut, dass ich das nicht gemacht habe. Die Kamera, die ich da hatte, die war ja nicht gut. Jetzt haben wir hier eine GoPro aufgerüstet. Da gehen wir mal eben hin, das ist zwar nicht der Weg. Dann kommen wir mal runter. Und dann haben wir wenigstens bessere Bilder. Also für euch ist es dann besser. Gut für mich auch. Man guckt sich das ja auch selber dann irgendwann vielleicht nochmal an. Weil das ist ja was ganz Besonderes, so eine Wanderung. Die vor der Haustür guckt man sich vielleicht nicht so oft an. Aber so ein Urlaub dann hier, das ist ja, wie schon gesagt, eine ganz andere Welt hier für mich. Und eigentlich, ich weiß nicht, würde ich am liebsten jeden Stein hier anfassen. Kennt ihr bestimmt auch, man ist einfach so euphorisch und loco, einfach loco, verrückt. Man freut sich darüber, über jeden Meter. Deswegen, ich mache mir heute auch keinen Stress. Keine Ahnung, wenn ich mich hier jetzt verlaufe und das irgendwann spät wird, dann ist es halt so. Irgendwie finde ich hier schon raus, macht immer das Beste draus. Dann werde ich das auch noch genießen. Dann laufe ich, warte mal, da hinten ist eine Insel, da ist ein Leuchtturm. Würde ich einfach da hinlaufen. Davor stehen noch zwei Häuser auf dem Festland. Ja, und heute haben wir schon Mittwoch, Montag sind wir angereist, Freitag früh fliegen wir wieder weg. Also eigentlich waren es nur 4 Tage, der 5. ist dann ja... eigentlich waren es dann nur 4 Tage. Der erste Tag, ja, da hängt man ein bisschen durch. Wir mussten noch durchmachen. Unser Flug ging um 4.30 Uhr. Muss man jetzt mal von Bremen nach Hannover fahren. Mit dem Auto. Und schlafen brauchtest du auch nicht. Und man musste 2 Stunden vor Abflug beim Boarding sein. Also haben wir durchgemacht. Dann haben wir uns nochmal hingelegt Montag. Ein bisschen geschlafen, 1-2 Stunden. Dann war der Tag auch schon wieder fast vorüber. Ja... Ich guck lieber noch mal da oben beim Schild. Oh, hier haben wir Kamerad Schnecke gefunden. Hey, 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 Kamerad Schnecke. Wo haben wir stehen geblieben? Genau. Wanderschaft. Hierher fliegen. Ist das der Weg? Alter Mann. Das kann auch nicht richtig sein. Ja, hier stürzt er ab. Geht einfach nur eine Klippe runter. Das kann nicht richtig sein. Ja, morgen werde ich wahrscheinlich dann nicht outdoor sein. Vielleicht am Strand ein bisschen rumliegen. Ich wollte noch eine Freundin hier besuchen. Damals hier kennengelernt. In Spanien. Meiner Wanderschaft und ja, wer spanische Frauen kennt, der weiß, nichts geht über eine spanische Frau. Die sind auch ein bisschen loco, aber im positiven Sinne loco. Die werde ich auf jeden Fall auch noch besuchen und ja, uns einen schönen Tag machen. Schauen wir mal, aber da werde ich mit Sicherheit nicht filmen. So. Schild eben hat uns da einfach runtergeschickt. Die Klippe, das wäre falsch. Da vorne waren jetzt so ein paar blaue Punkte. Hier sowas. Blau-rot. Daran habe ich mich jetzt orientiert und das sieht eher nach einem Weg aus. Hier so runter und dann da hinten irgendwie so. Mal gucken, ob es bis da oben hoch geht. Ich glaube, hier oben ein Schild. Oder da vielleicht schon irgendwo runtergehen. Aber ich vermute, dass unser Weg eher da hinten irgendwo endet, anstatt da. Da sind wir direkt am Wasser an der Küste. Und da hinten stehen 2 Ziegen. Ich denke mal, auf der Kamera ist das nicht so sichtbar. Die haben auch eben die ganze Zeit hier rumgeschrien. Jetzt ist natürlich halt nicht die Klappe, weil die mich sehen wohl. Falls ich jetzt irgendwie doch den falschen Weg gewählt habe, ist es auch nicht so schlimm. Ihr kennt das. Alle Wege führen nach Rom. Irgendwo werde ich schon rauskommen. Und von da aus auch wieder zurückfinden zum Hotel. Oder zum Ausgangspunkt, wo ich hier angefangen habe mit der Wanderung. Ja, es ist jetzt gerade auch wieder so ein bisschen schwierig, sich zu orientieren. Die Punkte sind halt kaum sichtbar. Es ist schon ewig her, wo die mal da
hingesetzt wurden. Ab und zu sind hier so kleine Steinmännchen. Das sind dann, ja, kennt ihr, die Steine einfach übereinander gehäuft. Ja, da kann man sich aber auch nicht unbedingt drauf verlassen. Ob die jetzt hier, da zum Beispiel. Da, sowas, das sollen dann auch Wegweiser sein, aber manche davon, die übersiehst du halt einfach, da läufst du so vorbei. Und die werden mit Sicherheit auch nicht ewig stehen bleiben. So ein bisschen Steinschlag kommt hier bestimmt auch ab und an mal runter, ob die die dann weghauen. Und es gibt auch so Leute, die treten die mit Absicht kaputt, damit sich die nachfolgenden Leute nicht orientieren können. So, da vorne sind die Ziegen. Mal gucken, rankommen. Wir hatten gestern schon ordentlich Kontakt mit den Ziegen oder mit einer Ziege, die war ja sehr aufdringlich, die hat mich bestohlen. Das war gar nicht mal so cool. Da ist der Ziegenkollege. Aber irgendwie bringt sich nicht oder lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, oder? Hey Ziege, alles cool? Mach's gut. Auch verrückt, dass die Ziegen hier so wild leben können. Mit ihren kleinen Hufen da. Wow. Dass sie sich so gut hier auf diesen Felsen hier bewegen können. So ganz schön abgedreht. Und hier wird's gerade ein bisschen. Boah, die Steine sind ziemlich lose. Ein bisschen ruppiger. Ja, das meine ich. Man weiß halt nie irgendwie zu 100%, ja, ist das jetzt der Wegweiser oder nicht. Da haben wir wieder so einen Punkt. So rot. Und da oben ist die nächste Ziege. Ist aber eh der einzige Weg, der hier jetzt lang führt. Da würde es einfach nur runtergehen. Und da würde es auch einfach nur runtergehen. Scheiße, Mann, Leute, guck mal, mir ist die Hose aufgerissen, die reißt jetzt auch immer mehr auf. Das war erst so ein bisschen irgendwo im scharfkantigen Felsen und jetzt mit jedem größeren Schritt ist ja klar, ruck, reißt sie immer weiter auf. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich kleinere Schritte mache, sonst laufe ich hier gleich halbnackt rum. Weil das ist ja wirklich hier, ne, hier oben im Leistenbereich, das muss nicht sein, dass ich so an der Straße später rumrenne. Und jetzt, Leute, zeige ich euch mal was richtig krasses. Abnormal. Das ist, da wird ein richtig schwindelig. Das ist, als wenn man aus dem Flugzeug rausguckt. Yeah. Eine richtig geile Bucht. Guckt euch das Wasser an. Das geht hier einfach mal so runter. Das ist sowas abnormal krasses. Das ist wow. Ich kann es nur mal wieder sagen. Das ist das Leben. So, ich habe heute doch wieder ein bisschen Pech und zwar hat sich die Powerbank entladen. Und hier habe ich nur noch 17%. Das heißt, ich kann nicht mehr so viel mit aufnehmen. Ich denke mal, den Rückweg an der Straße werde ich dann nicht füllen. Die letzten 17% werde ich mir hierfür aufbewahren. Für die schöne Gegend hier an der Straße muss dann nicht unbedingt sein. Wobei das da auch echt schön war am Strand und ein Mardingtop. Ich sammelt heute auch Auslandserfahrung. Auch mit, ja, mit dieser Hülle klappt das wunderbar. Da ist nichts nass geworden oder so, nichts durchgegangen. Perfekt. Die muss jetzt oder kann jetzt auch ab. Ich glaube, das mit dem Regen ist vorbei. Da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Da hinten geht die Sonne jetzt schön auf. Die Wolken sind vorübergezogen. Ist jetzt schon länger keine Tropfen mehr vom Himmel gekommen. Und hier in der Ecke, meine Güte, hier in der Ecke werde ich jetzt meine Pause verbringen. Zwar direkt am Weg, hier sind mir eben auch welche entgegengekommen. Aber jetzt gerade höre ich nichts, würde ich jetzt essen. Und beim Essen habe ich auch wie immer keinen von gemacht. Hier so eine Banane, ist aber irgendwie eine andere Sorte Banane als die, die wir bei uns haben. Die war, als die zu war, so, ich sag mal, dreieckig. Und noch so ein Schokoriegel. Und eigentlich muss eine Banane drin haben. Ja. Die ist so ein bisschen eckig. Die war richtig dreieckig, die ist ein bisschen eckig. Ja, ich weiß nicht. Das war schon mal spannend, weil ich kenne die Dinger wahrscheinlich nicht. Ne?
Apfel. Aber jetzt brauche ich noch eine Banane. Und der Schokoriegel dran. Ich weiß nicht, wie lange ich noch unterwegs bin. Deswegen muss ich mir das ein bisschen aufsparen. So Leute, der Akku ist fast leer. Die Technik hat heute komplett versagt. Zum Kotzen. Mein Handy mit dem GPS und die Powerbank hat sich einfach entladen. Ich habe die vorher noch aufgeladen auf 100%. Jetzt haben wir so einen Scheiß hier wieder. Aber was soll's. Ich bin eh, glaube ich, bald durch hier, denke ich mal. Ich kann mich auch täuschen. Ist auch egal. Ihr habt jetzt, glaube ich, genug gesehen. Lasst euch überraschen, wenn ihr selber hierher kommt von der Gegend. Das ist einfach ein Traum hier. Also, das war der Rundwanderweg Thalia de Alcudia. Wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe, es tut mir wirklich leid. Habt Nachsicht, mein Spanisch ist nicht so gut. Bis zum nächsten Video. Tschö. Ja, habt ihr den jetzt gehört? Den Ziegenkopf, den. Da war es wieder. Eine kleine Ziege da vorne. Hey. Mäh. Ja, ich wollte gerade sagen, etwas kamerascheu. Kaum nehme ich die Kamera weg. Quarkt er da wieder rum. Verrückte Viecher. Guck mal da hinter mir. Da oben waren wir eben noch, als wir bei der Bucht hier runter geguckt haben. Die ist jetzt da. Da unten. So, guckt mal hier. Da haben wir so ein kleines Häuschen. Das ist aus dem Scheißhaus eventuell. Ich habe da jetzt nicht reingeguckt. Vorne eine Bank. Hier noch irgendein Refugi, das heißt, Refugis, da kannst du übernachten, musst du da wahrscheinlich irgendwo den Schlüssel ausleihen. Weil dann wird das wohl das Scheißhaus sein. Und na, da haben wir noch einen Grillplatz. Noch eine Bank zum Chillen. Jo, und Feuerholz jede Menge. Ist doch geil. Ich denke mal, den Schlüssel kann man sich, oder die Schlüssel hierfür, für das Schloss und für das da vorne, kann sich bestimmt irgendwo ausleihen. Jetzt hat man ein paar Piepen. Ja, kann man hier die Nacht verbringen. Bietet sich auch an. Wasser, mal gucken. Das auch funktioniert. Jawohl, perfekt. Ja, wie man sieht, Tiere sind hier auch unterwegs. Das ist doch cool. Kann man dann sicher und vernünftig schlafen. Sogar mit Feuerholz. Perfekt. Also zum Ausgangspunkt habe ich jetzt noch circa Stunde, 10 Minuten. Stand da oben dran. Ja, da muss ich ja noch zum Hotel marschieren und einen Hosenwechsel machen. Dieser ist mittlerweile komplett aufgerissen. Ja, das wird auf jeden Fall nicht weniger. Ja, gucken wir mal, dass ich ein bisschen Gas gebe. Hier geht es jetzt, glaube ich, nur noch bergab. Und das sollte eigentlich jetzt schnell vorübergehen. Dann schnell ins Hotel, Hosenwechsel und dann gucken wir, was der Tag noch so bringt. Vielleicht schaffe ich noch eine zweite Wanderung.